Jo, schlafen. Und dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt endlich zu diesem komischen Punkt da gelangen. Mussten wir einen ganz schönen Zickzackweg in Kauf nehmen. Ihr habt die nächste Kreuzung erreicht. Routenplanung, wo können wir lang? Wir können nach Norden. Wahrscheinlich ist aber mit Norden das da gemeint. Denn als wir hier lang gegangen sind, gab es ja keine Abzweige nach Süden. Also kann hier keine Verbindung sein. Wir können nach Südwesten, hier in die Ausläufe von den Gebirgen rein oder zurück. Natürlich wollen wir nach Norden, aber ich merke mir mal für später, dass es da auch noch lang geht. Wir wollen eine neue Strecke erkunden. Das sieht mir aber doch verdammt nah an dem Weg aus. Komisch, komisch. Oh, vielleicht Mürren einfach nur eine. Vielleicht hat Mürren ja eine Abzweigung einfach übersehen. Das soll ja auch vorkommen. Und ich glaube, da ist gerade jemand eingeschlafen während der Wache. Nee, der Weg geht ganz knapp an dem anderen Weg vorbei. Auch nicht schlecht. Keine Kräuter, soweit so gut. Mitten im Wald auf einer kleinen Lichtung erreicht ihr einen Tempel. Einen Zartempel. Ein paar Holzhütten stehen am Rande der Lichtung im Schutze der Bäume. Wollt ihr den Tempel betreten oder euren Weg fortsetzen? Irgendwie habe ich den Verdacht, dass das nicht dieser gewisse Hensger hier unten ist. Aber, gucken wir trotzdem mal rein. Ein Zartempel in Sibra. So heißt wohl diese kleine Ansammlung von Hütten. Hallo? Seid gegrüßt. Mal sehen, ob ich euch behilflich sein kann. Wir haben schon mal nicht die Möglichkeit, nach diesem gewissen Kerl zu fragen. Also fragen wir nach Sternschweif. Salamanderstein. Blutzinn. Im Osten führt ein Weg direkt in die Berge. Okay. Ingramosch. Den Namen habe ich schon einmal gehört, aber ich kann mich nicht daran erinnern, welcher Zusammenhang das stand. Zusammenhang mit Lowang, wahrscheinlich da wohnt er. Aber sie ist sehr hilfreich, also sie versucht zumindest zu helfen. Dann fragen wir doch mal nach Orks. In dem Blutsinn gibt es Siedlungen der Orks. Oh, also wir haben bisher nur von der unterirdischen Stadt gehört. Aber es macht Sinn, dass oberirdisch auch ein paar sind. Was ist mit Zwergen? Ich habe lange keine mehr gesehen. In unserem bescheidenen Dörfchen gibt es keine Zwerge. Elfen? Früher siedelten die Elfen überall im Norden, doch in zahlreichen Kriegen wurden sie von den Orks in die Salamandersteine vertrieben. Was wollt ihr denn noch alles wissen? Jetzt ist es genug. Ja, ist wirklich langsam genug. Na gut, wie viele Dukaten haben wir gerade noch? 78 Dukaten. Ja, da können wir doch mal 5 Dukaten spenden. So. Und jetzt? Jetzt überlegen wir uns, wo dieser Typ sein könnte. Er meinte im Süden? Nein, er meinte wörtlich unten am Fluss. Aber den gedanklichen Fehler habe ich ja schon mal gemacht. Also flussaufwärts ist hier lang. Also unten ist aufwärts und oben ist abwärts. Vielleicht meint er mit unten ja auch flussabwärts. Also oben. Na gut, wir gucken erstmal, wo wir von hier aus weiter können. Wir können nach Westen, wir können nach Nordwesten, wir können nach Osten. Ich guck erstmal kurz nach Osten, weil da war komischerweise letztes Mal keine Abzweigung. Achso, stopp. Osten ist zurück. Wir wollen nicht zurück. Wir wollen schlafen. Also, Osten war eine doofe Idee. Wir wollen Routenplanung Nordwesten. Eine neue Strecke erkunden. Ja. Oh, warum ist die Karte gerade gesprungen? Ich kann meine Helden nicht sehen. Ha. Das war jetzt komisch. Hinter der nächsten Wegbiegung taucht plötzlich eine Ork-Patrouille auf.
Na gut, die scheinen wir ja routinemäßig eigentlich zu schaffen. Also mache ich meinen Computerkampf an. Kampf berechnen. Ja, für Magie. Ja, so hätte es wahrscheinlich bei uns auch ausgesehen. Wahrscheinlich hätte ich mit Mürrum noch einen Fomultus geschmissen. Aber sonst ist okay. Drei Säbel, die nehmen wir mit. Das sind 10 Dukaten jeweils. So, Routenplanung. Wir können nach Norden und Nordwesten. Nordwesten ist mir zu sehr am Kartenrand. Da habe ich zu schlechte Erfahrungen gemacht. Also gehen wir mal nach Norden. Eine neue Strecke erkunden. Ja. Wir sind in einem schönen Wäldchen. Da marschieren wir doch mal ein wenig weiter. Schlafen. Jo. Keiner kriegt Schadenspunkte, so weit, so gut. Ihr erreicht einen großen Waldsee. In einiger Entfernung entdeckt ihr am Ufer eine Holzhütte. Oh, vielleicht meint ihr ja gar nicht unten am Fluss, sondern unten am See. Da klopfen wir doch mal an. Eine Einsiedlerin. Schießt los, es gibt keine dummen Fragen. Das ist ein sehr wahrer Satz. Wir können wieder nach Hohewett fragen. Auch wenn ich als Mensch weiß, was es inzwischen ist. Unsere Helden wissen es immer noch nicht. Außer sie kennen sich in Geografie aus. Was weißt du über Sternschweif? Keine Ahnung. Über den Salamanderstein? Ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Ein mächtiges Verständigungsartefakt, wenn ich mich nicht irre. Okay. Bisher wussten wir nur, dass es ein mächtiges Artefakt war. Verständigung. Aber ja, macht Sinn. Es hat ja zwischen den Elfen und Zwergen geholfen, den Frieden zu finden, anscheinend. Fragen wir mal nach Orks? Sie sind hier vorbeigekommen, aber ich habe Glück gehabt. Sie haben mich verschont. Wahrscheinlich wollten sie einfach keine alte Frau umbringen. Haben wohl doch ein wenig mehr Ehre, als wir gedacht hätten. Was ist mit Zwergen? Wer ein Loch gräbt, muss sich nicht wundern, wenn ihm plötzlich ein Zwerg von der anderen Seite entgegenkommt. Der Standard-Rassismus-Spruch. Elfen? Die Elfen arbeiten mit den Orks Hand in Hand. Die Orks sollen die Drecksarbeit machen, damit die Elfen hernach die Herrschaft über die anderen antreten können. Eine sehr gewagte These. Reisen? Ich komme ja nicht mehr viel herum, nur noch nach Tiefhusen. Das ist der Weg nach Nordwesten? Es gibt eine Fähre dort. Oh, Tiefhusen ist im Nordwesten. Okay. Das hat mir schon mal geholfen. Und vielleicht noch irgendwas über das Welttal allgemein? Tja, was soll ich dazu sagen? Ich will ja nicht unfreundlich sein, aber meine Zeit ist kostbar. Okay, legitim. Wir wollen erstmal nach Nordosten und gucken, ob wir da eine Verbindung zu der Stadt bekommen. Neue Strecke erkunden, ja. Ein bisschen weiter marschieren können wir auch. Und ausruhen. Nordwesten, aber das musst du noch hier hinter dem Kartenrand sein. Also Osten ist die Stadt. Nee, wir wollen nicht schon wieder so doofen Flößer in Anspruch nehmen. Wir wollen weiter marschieren und wir wollen unsere Route planen. Wir gehen jetzt mal nach Westen und gehen dann nach Südwesten. Mal gucken, ob da was passiert. Wir haben ja noch Reserve, um so trockenen Kehlen zu feuchten. Hat da Mürrim ein, zweimal kein Wasser gefunden? Das wäre nicht so schön. Ah, doch, jetzt aber. Lagerplatz. Und ich will mal ganz kurz gucken, ob wir inzwischen vielleicht ein wenig zu viel Essen haben. Und ja, haben wir. Werf mal weg. Eigentlich wollte ich immer ein paar in Reserve haben. Aber sie ist jetzt schon so überladen. Ist ein wenig ärgerlich. Na gut, schmeiß mal 6 Stück weg. Und gib den Säbel an. Geroban ist auch fast überladen. Wir sind alle ganz schön
hart an der Grenze. Sie ist auch schon überladen, Tirik auch. Vielleicht sollten wir nach Tiefhusen zurück. Ja, schlafen wir erstmal. Dann drehen wir gleich um. Nach Tiefhusen verkaufen erstmal die ganzen Säbel und dann machen wir weiter. Stopp. Reiseoptionen. Umdrehen. Auch wenn wir wieder über die doofen Fluss müssen. Das kann sich ja als teuer erweisen. Vor allem müssen wir zweimal rüber. Wir sollten uns echt merken, wo wir über den Fluss rüber können. Also Routenplanung, Osten. Nein. Das macht 6 Silbertaler. Wir warten. 3 Stunden. So, ich habe mir gemerkt, der Waffenhändler war irgendwo im Westen. West-Nordwest, so in der Richtung. Wo war hier die Brücke? Hier war die Brücke. Also, sie kann wieder sehen. Das kennen wir ja auch schon. Wahrscheinlich wurde uns eine Münze geklaut oder zwei. So, irgendwo hier in dem Bereich. Und es werden Salamander verkauft. Nein, danke. So, hier haben wir ein Lagerhaus. Das wollen wir nicht. Da haben wir eine Taverne. Waffenhändlerin. Okay. Das sieht konfus aus, dahin zu kommen. Wir müssen Südwesten und dann links an der Wand lang und dann irgendwann mal wieder gucken. Also Südwesten. Dann links an der Wand lang. Und hier. Ja, das schaut gut aus. Wir würden gern verkaufen. Die ganzen Säbel, die wir angesammelt haben. Den da. Den da. Den, den. Den, den. Oh, 42 Dukaten. Sehr schön. Das nicht. Und ja, das war's auch schon. Gewendeln. Raus hier. Ja, das ist mit dem Gewicht wieder so ein Thema geworden. Das finde ich ein wenig ärgerlich. Wir hatten ja gerade gegen angekämpft, durch die ganzen Stufensteigerungen alles auf Körperkraft zu setzen. Und trotzdem ist das jetzt so ein Problem. Wegen den Schlafsäcken und Essbesteck und was weiß ich. Okay, Essbesteck bräuchten wir nicht wirklich. Der Kessel ist auch ganz schön schwer. Oh, sie hat auch noch 2 Säbel. Habe ich Gwendolyn vergessen? Das ist ja kurios. Einmal Rückwärtsgang und da wieder rein. Verkaufen. Gwendolyn. 1, 2. 30%. Und wir haben 147 Dukaten. Das wird doch langsam mal. Und ich wäre eigentlich versucht, auch zwischendurch ein wenig Taschendiebstahl zu betreiben. Einfach nur so, um unsere Goldkatze ein wenig aufzufüllen. Aber das sollten wir auf keinen Fall bei dem einzigen Waffenhändler machen, den wir so kennen. So, jetzt. Ja, jetzt. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Eingang. Zu... Also da kamen wir eben gerade raus. Ich nehme jetzt mal den hier oben und versuche irgendwo einen Weg zu finden, dass wir keinen... Flöße in Anspruch nehmen müssen. Die sind mir einfach echt zu teuer. Und ich finde es einfach dreist. Also ja. Wir nehmen den Ausgang hier vorne. Und versuchen uns dann anderweitig einen Weg zu bahnen. Wir wollen nach Norden. Und da können wir nach Westen rüber. Oh, und hier gibt es eine neue Strecke. Also ja, ich suche immer noch nach diesem einen Hesker oder wie der heißt. Aber da die Aussage halt zu vage war, wissen wir nicht wirklich wo. Also erkunden wir nebenbei noch ein wenig die Landschaft. Was ja auch nicht unbedingt das Schlechteste ist. Da wir ja zwischendurch auf Ork-Patrouillen stoßen, die uns immer schöne Säbel dalassen. Oder Goblin-Patrouillen.
Da machen wir auch gleich eine Berechnung. Die sind ja noch einfacher als die Orks. Keine Magie. Oh, Gwendolyns Säbel ist kaputt. Oder Rapier. Wir sind gerade aus der Stadt raus. Na gut, vielleicht haben die Goblins ja was dabei. 5 Säbel. Das ist ordentlich. Stopp. Helden anschauen. Gwendolyn. So, Säbel ist Stichwaffe. Rapier ist Stichwaffe. Säbel ist Hiebwaffe. Speer ist auch nicht so gut. Den Bogen soll es mal wieder in die Hand nehmen. Sehr schön. Nee. Also wir können hier erstmal einen Säbel in die Hand drücken. Damit sie überhaupt was hat, aber wirklich viel will es nicht bringen. Eine Herberge. Nee, wir wollen weiter. Nö. Wir suchen uns einen anderen Weg. Wir gehen jetzt nach Norden. Also noch weiter flussabwärts. Gehen da nach Westen. Nö. Also da kommen wir nicht über den Fluss rüber. Das ist doch doof. Also wir müssen diese Flöße in Anspruch nehmen. Das ist ja auch dreist. Na gut. Dann wollten wir hierhin zurück. Von da aus über den Fluss. Von da aus dahin. Und hier wollten wir den Südwesten davon forschen. Genau. Aber erstmal speichern wir ab. Ja, LP 017. Und wir sehen uns gleich wieder.